Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations. Der letzte Part war wieder mal richtig heftig, denn wir haben erstmal herausgefunden, wie jetzt der Mord eigentlich genau passiert ist. Denn es ist so, dass Dahlia die Elise umgebracht hat und dass sie dann an einem Seil von der brennenden Brücke befestigt hat und sie dann nach unten geschubst hat, sodass sie pendelartig unter der Brücke hindurchkommen konnte und dann auf die andere Seite geflogen ist. Völlig verrückt das Ganze. Und wir haben jetzt auch herausgefunden, meine Vermutung, die ich schon jetzt halt ein paar Parts hatte, dass die Frau, die da jetzt vor uns steht, dass das gar nicht Iris war, sondern dass es Dahlia war im Körper eines Mediums, wahrscheinlich von Maya. Puh, also richtig, richtig heftig das Ganze und ich bin mega gespannt, wie es weitergehen wird. Dahlia Hawthorne und mein derzeitiger Beruf für immer im Ruhestand. Sie wollen ihre Identität also nicht länger geheim halten, wie? Warum sollte ich? Schließlich bin ich ja tot. Es gibt wirklich nichts, womit sie mich bestrafen können. Oh, der Blick. Was geht hier vor? Dahlia Hawthorne. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch einmal so begegnen würden. Aber diesmal werde ich es beenden. Für sie und für mich. Okay, das wäre ein besserer Punkt gewesen, um den Part beim letzten Mal zu beenden. Aber konnte ich ja nicht wissen. Okay. Nee, ich habe gerade eben erst gespeichert. Aber das ist ein guter Punkt, den sie da erwähnt hat. Weil ich meine, was tun wir eigentlich gegen den Geist? Wie kann man den Geist bestrafen? Keine Ahnung. Kommt eine Pause eigentlich? Nee, keine Pause. Es geht direkt weiter. Mhm. Also gut, machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. In Ordnung. Nun, Zeugin. Ja, was kann ich für Sie tun, Herr Richter? Nun, wenn wir die Wahrheit erfahren wollen, müssen wir anscheinend Ihre Aussage hören. Damit habe ich kein Problem. Aber wenn man gesehen hat, was ich gesehen habe, lässt man die Wahrheit lieber ruhen. Lassen Sie uns auf jeden Fall Ihre Aussage hören. Erzählen Sie uns über den Plan, der in jeder Nacht umgesetzt wurde. Okay. Sagt jetzt die Wahrheit? Der Plan. Wir haben auch ihre Musik bei der Aussage. Na toll. Der Plan begann mit meinem Tod. Morgenfaces dummer Plan, um ihre Tochter als nächste Meisterin einsetzen zu können. Damit er aber funktioniert, würde Maya Fey erst sterben müssen. Der Plan sah vor, dass ich Maya umbringe und den Mord an Iris anhänge. What? Der Plan ging schief, aber es hat anscheinend trotzdem funktioniert. Hihi. Das heißt also, Sie sind wirklich... Sekunde mal. Haben Sie gerade gesagt, dass der Plan vorsah, Maya Fey umzubringen? Ja. Haben Sie ein Problem damit? Ersparen Sie uns diesen Unsinn. Es kann nicht sein, dass... Passen Sie auf, bereits. Wenn Sie ein Problem haben, lösen Sie es beim Kreuzverhör. Das ist meine Regel. Ja, Godot hat recht. Und außerdem ist das auch meine Regel. Maya umzubringen. Kann das wahr sein? Sehr interessant. Eigentlich wollte sie Maya umbringen. Ja, ich meine, das ist schon auch okay, weil ich dachte ja, dass sie halt Maya entweder einschließen will oder ins Gefängnis bringen will oder sowas, dass sie auf jeden Fall halt weg vom Fenster ist, damit dann eben Pearl noch übrig bleibt, das Einzige. Das wollte ja morgen. Okay, jetzt haben wir doch die andere Musik. Finde ich auch cooler. Passt besser. Der Plan begann mit meinem Tod. Moment mal. Sie sind letzten Monat hingerichtet worden, richtig? Ja, ich bin erhängt worden. Das war nicht wirklich angenehm. Das ist so komisch, einfach mit einer toten Person darüber zu reden. Hey, du bist ja tot, ne? Ja, bin ich. Ich bin erhängt worden, ne? Ganz normal. Wie haben Sie es geschafft, den Plan zu besprechen? Wann haben Sie mit Morgan Fay gesprochen? Letztes Jahr wurde sie in meine Strafanstalt verlegt. Da ich mich in der Todeszelle befand und sie meine Mutter war, war es ziemlich einfach, sich mit ihr zu treffen. Verstehe. Da haben Sie also den Plan besprochen? Sind Sie verrückt? Am Anfang hatte diese Frau vor, auch mich umzubringen. Obwohl ich ihre eigene Tochter bin. Alles nur, damit Pearl Fay die Meisterin von Kurain wird? Sie ist eine kaltherzige, verbitterte Frau. Sie dachte, sie könnte ihre verlorene Ehre wiederherstellen. Denn ihre jüngere Schwester Misty hatte ihren Platz als Meisterin eingenommen. Seit jenem Tag hat sie an diesem Plan gearbeitet. Ein Plan, Okay, sie sollte auch zuerst sterben. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, weil morgen ist es ja ziemlich egal, wer alles stirbt auf dem Weg, damit Pearl die Meisterin wird.
Morgenfays dummer Plan, um ihre Tochter als nächste Meisterin einsetzen zu können. Moment mal. Sie reden von Pearl Fay, ist das richtig? Ja, obwohl sie anfangs große Hoffnungen auf uns beide gesetzt hatte. Auf sie und ihre Zwillingsschwester Iris. Das ist richtig. Leider hatte keine von uns beiden große spirituelle Fähigkeiten. Deshalb sind wir von ihr verlassen worden. Wie unser Vater auch. Verlassen? Die einzige Person, die mir im Leben wirklich wichtig war, war ich selbst. Meine Schwester war eine Plage und ich überredete Vater, sie in einen Tempel zu bringen. Wow. Sie meinen Iris? Ja, mein Vater heiratete eine Frau, die auch eine Tochter hatte. Je weniger Kinder da sind, desto mehr Geld bleibt für den Rest übrig, richtig? Wow. Und außerdem hatte mein Vater generell einfach kein Interesse an Kindern. Wie schrecklich. Das wirklich Schreckliche war diese Frau. Diese verbitterte, rachsüchtige Frau. Brauchst du gerade sagen? Durch ihre Hartnäckigkeit brachte sie dieses Kind zur Welt, Pearl Fay. Sie wurde mit einer Fülle an spirituellen Fähigkeiten geboren, zu ihrem Unglück. Morgan Fay übertrug alle ihre unerfüllten Hoffnungen und Träume auf das arme Kind. Alles nur wegen ihres Traumes, dass ihre Blutlinie zur Hauptfamilie werden würde. Okay, das war jetzt ziemlich heftig, was sie da auch gerade gesagt hat. Dass sie auch Iris so überhaupt nicht ausstehen kann, weil Iris hat ihr doch geholfen bei dem Plan. Damit er aber funktioniert, würde Maya Fay erst sterben müssen. Moment mal. Maya sollte sterben, aber warum? Damit unsere Blutlinie als Hauptfamilie folgt und Pearl die neue Meisterin wird. Mussten die Nachfahren der gegenwärtigen Meisterin beseitigt werden. Aber Pearls würde einem solchen Plan niemals zustimmen. Sie himmelt Maya an. Wie traurig. Sie haben es immer noch nicht kapiert, oder? Was Pearl wollte, war vollkommen irrelevant. Pearl war morgen völlig egal. Hier ging es nur um die Position der Meisterin. Das ist alles. Ja, das stimmt leider. Das ist lächerlich. Sie war bereit, alles und jeden zu opfern, um ihr Ziel zu erreichen. Das Leben ihrer Tochter. Und natürlich auch das von Maya Fay. Wie kann jemand so etwas nur tun? Der Plan sah vor, dass ich Maya umbringe und den Mord an Iris anhänge. Moment mal. Sie wollten Maya umbringen? Pearl brauchte nichts davon zu wissen. Sie sollte nur den Anweisungen in dem Brief folgen und mich beschwören. Und dann hätte ich einfach ihren Körper benutzt und die Arbeit erledigt. Ja, aber das ist ja nicht passiert im Endeffekt. Denn schließlich bin ich bereits tot und sie hätten mir nichts anhaben können. Also war der Plan, das Verbrechen ihrer Schwester anzuhängen. Schwester Iris aus dem Hasakura-Tempel. Sie und ich sehen absolut gleich aus. Niemand kann uns auseinanderhalten. Hätte jemand beobachtet, wie ich Maya umbringe, dann hätten natürlich alle gedacht, es wäre Iris gewesen. Und die Zeugin in diesem Fall war die Äbtin, Schwester Bikini. Ich hätte niemals gedacht, dass die an jenem Abend zum Hasakura-Tempel zurückkommt. Aber sie hat die Tat von Iris trotzdem gesehen. Aber warum wollten sie den Mord denn überhaupt Iris anhängen? Schließlich ist sie doch ihre Zwillingsschwester, oder? Zwillingsschwester? Dass ich nicht lache. Sie ist nichts weiter als eine Verräterin. Sie ist mir völlig gleichgültig. Ja, das mit der Verräterin, das stimmt ja sogar. Das hat sie ja erzählt. Oder, nee, warte mal kurz. Warte mal, als uns... Oh, wie war das nochmal? Als uns Iris das erzählt hat, dass sie ja bei dem Plan, wo sie den Diamanten stehlen wollten, dass sie ja auch eigentlich den mitgeplant hat, aber dann trotzdem sie verraten hat im Endeffekt und sowas. Das hat sie ja erzählt. War das eigentlich Iris? Ich weiß gerade nicht mehr genau, wann war das, vor oder nach dem Erdbeben? Das war nach dem Erdbeben, ne? Wo sie das erzählt hat, oder? Das heißt, das war schon Dahlia. Das heißt, vielleicht ist es doch anders gewesen. Und Iris ist da doch keine Verräterin. Weil das Dahlia sich nur so ausgedacht hat. Weil da sie schon, ne, weil das gar nicht mehr Iris war. War das, oder war das doch vor dem Erdbeben? Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wann das war. Aber ich glaube eigentlich, es war danach. Aber ich konnte mich auch täuschen. Sie verstehen das nicht. Das werden sie niemals. Jedenfalls. Okay. Der Plan ging schief, aber es hat anscheinend trotzdem funktioniert. Moment mal. Sie denken also, der Plan war erfolgreich? Sie haben richtig gehört. Ganz wie diese Frau gehofft hatte. Ist Maya Fay tot? Jetzt wird der Titel der Meisterin an Pearl Fay weitergegeben.
Nachbarn. Das ist übrigens auch sehr komisch. Das ist absurd. Maya ist nur... Sie ist nur gefangen. Gefangen im Inneren des heiligen Gewölbes. Wirklich? Ganz der törichte Optimist, so wie immer, oder? Mein lieber Fini... Boah, hör auf. Wollen Sie die Wahrheit hören? Vom ersten Tag an habe ich Sie verachtet. Ihre furchtbare Naivität und Ihr armseliger Glaube an andere. Ich würde nur gerne eine Sache wissen. Was haben Sie persönlich von Morgenfays Plan gehalten? Das habe ich doch schon gesagt, oder? Es war ein dummer Plan. Er erfüllte keinen anderen Zweck, als Ihre habgierigen Wünsche zu erfüllen. Ja, das war wirklich nichts, worauf man stolz sein kann. Brauchst du gerade reden? Wenn Sie so darüber denken, warum haben Sie ihr dann bei der Ausführung geholfen? Was ist Ihr Motiv? Warum würden Sie Maya töten? Sie können das vielleicht nicht verstehen, weil Sie so eine nette Seele sind. Sie würden nicht verstehen, warum jemand wie ich einer solchen Frau helfen würde. Dann sagen Sie es mir. Warum? Ist das nicht offensichtlich? Ich bin nicht wie diese Frau. Ich handle nur in meinem Interesse. Der Grund, warum ich ihr geholfen habe, war ich selbst. Ja, das denke ich mir schon. Für meine persönliche Befriedigung. Was haben Sie gesagt? Diese Frau, Dahlia Hawthorne, hatte also... Sie hatte ihren eigenen Grund, Maya tot sehen zu wollen. Okay. Verstehen Sie jetzt, warum ich Maya Fey umbringen wollte? Was mein Ziel war? Ah, das ist eine neue Aussage, glaube ich. Moment mal! Na klar, Sie haben Morgenfey geholfen. Geholfen? Dass ich nicht lache. Vom Tag meiner Geburt bis zu dem Tag meines Todes habe ich niemals jemandem geholfen. Ich habe nur für mich gelebt und bin am Ende auch für mich gestorben. Das ist doch klar. Sie hat also eigentlich nicht mit Morgan zusammengearbeitet. Sie hat nur Morgans Plan benutzt, um ihr eigenes Ziel zu verfolgen. Ich hatte nur das Ziel, Maya Fey umzubringen. Das war der einzig mögliche Weg, um Rache zu üben. Rache? Sieht so aus, als müsste ich diesen Beweis doch vorlegen. Ich kann es nicht fassen. Sie wollte Maya umbringen. Jetzt muss ich einen kühlen Kopf bewahren. Und ich muss noch mehr Informationen aus ihr herausholen. Nur so kann ich den Plan und was sie damit erreichen wollte, verstehen. Das finde ich jetzt gerade sehr komisch. Weil, ne, vor uns steht doch Maya. Also der Körper von Maya halt, oder? Das muss ja so sein. Sie ist die Einzige, die noch übrig ist. Das heißt, Maya ist nicht tot. Das wäre auch ziemlich blöd, wenn Maya sterben würde. Das glaube ich auch weniger, dass sie Maya sterben lassen würden. Ich meine, das ist jetzt die Frage, wie ist denn das überhaupt? Wenn ein Medium einen Geist beschwört. Und der Geist ist in Kontrolle des Körpers. Und der Geist begeht dann Selbstmord. Was passiert denn da? Ich meine, der Geist ist eh schon tot. Stirbt dann das Medium dadurch? Eigentlich schon, oder? Weil... Dann hieße das ja, dass wenn Dahlia wirklich Maya umbringen will und wenn sie wirklich gerade ihren Körper benutzt, dass sie dann einfach Selbstmord begehen könnte, quasi. Und dann wäre Maya wirklich tot. Oder ist es doch so, dass Maya tatsächlich tot ist oder halt gefangen und dass sie doch ein anderes Medium benutzt? Aber welches denn? Es ist doch praktisch keins mehr übrig. Und wenn Maya doch eingeschlossen ist, wo ist dann die echte Iris? Weil ich dachte ja eigentlich, dass halt jetzt Maya vor uns steht mit Dahlia als Geist und dass Iris eingeschlossen ist, die echte. Aber wenn doch Maya eingeschlossen ist, dann stellen sich zwei Fragen. Wo Iris ist, die echte und welchen Körper sie oder halt welches Medium sie gerade benutzt, die Dahlia. Also eigentlich muss die Person, die vor uns steht, das muss eigentlich Maya sein. Mit Dahlias Geist. Aber wenn sie wirklich Maya umbringen will, dann kann sie dann Selbstmord begehen? Ist das so? Ich habe keine Ahnung. Aber okay, das finde ich irgendwie seltsam. Ich muss übrigens schon wieder präsentieren und ich weiß es noch nicht. Okay, also sie wollte Maya Fey umbringen. Also ich glaube eigentlich nicht, dass ich hier einen Widerspruch zeigen muss, sondern eher halt darauf hinweisen muss, was ihr Ziel war. Warum wollte sie Maya Fey umbringen? Aus Rache. Warum wollte sie an Maya Rache nehmen? Weil ich meine, Maya kannte sie ja eigentlich gar nicht. Also, ja, okay, aber, ja, sie kannte eine andere Person, die Maya sehr nahe stand. Das stimmt natürlich. Und diese Person hat sie aber sowas von gehasst. Vielleicht noch mehr als alle anderen Personen auf der Welt.
Nämlich Mia. Weil Mia dafür gesorgt hat, dass sie überhaupt sterben würde. Und deswegen wollte sie sich an Mia rächen, indem sie ihre Schwester umbringt. Weil Mia ja Maya auch total liebt. Könnte es das sein? Ich meine, sie hat ja was von Rache gesagt und das... Eigentlich muss es das sein, weil ich könnte mir vorstellen, ich meine, Morgan hasst sie auch, aber sie hasst wahrscheinlich Mia noch mehr. Mia hasst sie am allermeisten wahrscheinlich. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Ich mach's mal. Okay, gut. Puh. Könnte es sein, dass ihr eigentliches Ziel nichts mit Maya Faye selbst zu tun hatte? Wie schon gesagt, keiner von ihnen kann mich mehr bestrafen, weil ich bereits tot bin. Nun, wissen Sie, ich hatte dasselbe Problem. Sie können die Toten nicht bestrafen und auch nicht an ihnen Rache üben. Genau, ja. So, Sie wollten sich an jemanden rächen? Ich wurde wegen dieser Frau zum Tode verurteilt. Mia Faye. Irgendwie wusste ich, dass es das sein würde. Ich wollte ihr eine Botschaft zukommen lassen. Wegen ihr erlitt ich meine erste Demütigung. Ich wollte, dass sie den gleichen Schmerz wie ich zu spüren bekommt. Leider, als ich gemerkt habe, dass Rache unmöglich ist, habe ich aufgegeben. Und der Grund, warum es unmöglich war? War das vielleicht, weil Mia Faye bereits gestorben war? Ja, und ich habe erkannt, dass es nur einen Weg gibt, sich an den Toten zu rächen. Und der wäre? Auch wenn der Körper stirbt, der Geist, das Ego, lebt weiter, für immer. Ich wollte Mia Faye die Person nehmen, die sie am meisten liebte. Ich wollte sie mit eigenen Händen umbringen. Das wäre der einzige Weg gewesen, an Mia Faye Rache zu üben. Und das war auch der Grund, warum ich dieser Frau bei ihrem Plan geholfen habe. Nur dafür? Dafür würden sie Maya umbringen? Ihr Ziel war nicht anders als das von Morgan Faye. Wie gesagt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja, stimmt. Was für ein grausamer Plan. Grausam, kalt und herzlos. Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit, damit Tote zu belehren. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass Sie mir nichts anhaben können. Ja, das stimmt ja leider. Ich meine, das ist echt total blöd, weil was macht man denn da? Sie kann als Geist einfach weiter Morde begehen und wir können nichts machen. Das ist scheiße. In jener Nacht. So gegen 21.30 Uhr materialisierte ich mich in dieser Welt. Ich steckte schnell mein Haar hoch und setzte eine Dämonenschutzhaube auf. Dann nahm ich den Stab, der neben mir lag, und verließ den Hasakura-Tempel. Also, war es Elise Donim, die sie beschworen hat? Warte, was? Elise Donim? Hä? Diese lächerliche Äbtin hat nichts bemerkt. Wohohoho. Sie ließ Maya Faye im inneren Tempel zurück und watschelte ihren armen alten Rücken haltend zurück. Was haben Sie dann getan? Das mit dem Mädchen lief einfacher, als ich es erwartet hatte. Vor der Steinlaterne habe ich sie eingeholt. Dann holte ich den Dolch heraus, den ich aus dem Lager geholt hatte und... Hä? Dann haben Sie also... Sie sagen, Sie hätten Maya erstochen? Es ist seltsam, aber... Ich habe keine klare Erinnerung an das, was danach passiert ist. Was soll das heißen? Keine klare Erinnerung. Ich weiß nicht. Ich denke, dass ich erstochen wurde. Sie wurden erstochen? What? In letzter Minute muss Maya Faye mich erstochen haben. Da bin ich mir sicher. Oh Gott, ey, boah, ist das kompliziert. Okay, also... Ich glaube immer noch, dass sie jetzt gerade... Ja, aber das kann ja nicht sein. Weil ich meine, so wie sie es erzählt, ist Maya ja wirklich tot. Also sie hat in Donims Körper, oder in Misty Fays Körper halt, ne, hat sie Maya erstochen. Und dann hat Maya aber es noch geschafft, zurückzustechen. Und dann sind anscheinend beide einfach gestorben. Oder so. Weil sie beide verblutet sind oder sowas. Keine Ahnung. Und das ist die Erklärung, warum denn jetzt eigentlich Elise tot war. Maya ist dann jetzt auch tot, aber wie hat sie...
Hä, aber das macht ja überhaupt keinen Sinn, weil wo ist dann noch ein weiteres Medium, was sie jetzt gerade beschwören kann? Und wie hat sie es dann schaffen können, dass sie das Opfer über die Brücke oder unter der Brücke hindurch pendeln lassen konnte, wenn auf der rechten Seite praktisch alle tot waren? Das ist ganz untypisch für sie. Maya spießt nicht mal eine Pommes mit der Gabel auf. Jedenfalls habe ich plötzlich das Bewusstsein verloren. Aber zuvor habe ich noch ihren Namen auf die Laterne gemalt. Gerade als ich ohnmächtig wurde, schrieb ich Maya hinter meinem Rücken. Okay. Ich hoffe, dass das den Verdacht auf sie lenken würde. Oder hoffte. Ich kann es nicht fassen, dass sie bis zum bitteren Ende daran gedacht hat. Da hört meine Erinnerung für kurze Zeit auf. So, sie hört auf? Ich kann mich nicht daran erinnern, Maya Faye mit eigenen Händen umgebracht zu haben. Meine letzte Erinnerung sind Mayas angsterfüllte Augen. Als ich danach aufgewacht bin, befand ich mich im heiligen Gewölbe und es war sehr dunkel. Sie waren im heiligen Gewölbe? Der Eingang war mit einem dieser Trickschlösser verschlossen. Irgendwie bin ich dort eingesperrt worden. Aber wie sind Sie dorthin gekommen? Das würde ich selbst gerne wissen. Oh, das ist so kompliziert. Jedenfalls machte ich mir Sorgen. Ich wusste nicht, ob Maya Faye nun tot war oder nicht. Und ich schwor mir, erst in die Unterwelt zu gehen, wenn ich sie selbst getötet hätte. Für einen Geist sind sie ganz schön hart gesotten. Ich wollte dort raus und mich vergewissern, dass sie wirklich tot war. Aber ich konnte es nicht. Ich konnte nicht raus. Das Trickschloss hat sie aufgehalten. Wie? Ich wusste nicht, wie man es entfernt. Sie sagen also, dass sie gegen ihren Willen in diesem heiligen Gewölbe eingesperrt waren? Ja, ich wollte dieses lästige Schloss so schnell wie möglich loswerden. Aber das war nicht einfach. Ich wurde immer wieder dabei gestört. Gestört? Es war früh am Morgen, aber es kam jemand in den Trainingsraum. Was? Wer? War das vielleicht... jetzt habe ich es übersprungen, sorry. Das habe ich mir auch gedacht. Aber ich konnte nichts sehen. Warum nicht? Jetzt habe ich es übersprungen. Wer war das jetzt? Wer da früh in den Morgenstunden? Nachdem der Mord passiert war, ja, Pearl müsste es ja gewesen sein, weil die war ja da auch auf der Seite. Ich glaube, ich habe es leider zu schnell weggemacht, es tut mir echt leid, aber Pearl dürfte es gewesen sein. Warum nicht? Wenn mich jemand gesehen hätte, wäre meine Chance auf Rache vorbei gewesen. Also habe ich mich ganz hinten im heiligen Gewölbe versteckt. An jenem Morgen können nur zwei Personen in den Trainingsraum gegangen sein. Maya und Pearl. Pearl ging hin, um die hängende Schriftrolle mit Bratensoße zu beschmieren. Trotzdem ist es mir letztendlich gelungen, das Schloss zu entfernen. Aber es war zu spät. Was meinen Sie damit? Die Fliegen waren schon dabei, sich zu sammeln. Die Brücke war repariert und die Polizei fing mit ihren Ermittlungen an, richtig? Natürlich konnte ich nicht rausgehen. Also ging ich zurück in das Gewölbe und schloss mich selbst wieder ein. Ich wusste, dass ich Mayas Leiche nicht würde sehen können. Aber gerade dann tauchte Fortuna auf. Fortuna? Nach diesem großen Erdbeben kam sie an, ganz alleine. Die echte Iris? Sie sagte, sie wäre gekommen, um zu sehen, ob das Gewölbe in Ordnung wäre. Dumme Kuh. Ich kam aus dem heiligen Gewölbe heraus und überprüfte die Lage. Dann schloss ich sie an meiner Stelle ein. Ja, das ist okay. Endlich hatte ich erfahren, was passiert war. Da wusste ich, dass der Plan tatsächlich Erfolg hatte. Wie meinen Sie das? Ihr Plan hatte Erfolg. Ich hatte eine Sache falsch verstanden, wissen Sie? Ich hatte angenommen, dass ich in jener Nacht von Pearl Faye beschworen wurde. Natürlich hatten Sie das angenommen. Das stand ja so in den Anweisungen. Aber das war ja nicht der Fall. Aber ich hatte mich geirrt. Die Person, die meinen Geist zurückgerufen hatte, war... Misty Faye. Die Bilderbuchautorin. Was? Hä, ich check überhaupt nichts mehr gerade. Nun, das ist wirklich die einzige Möglichkeit, oder? Nachdem ich im Garten das Bewusstsein verloren hatte, war es ihr Körper, der dort zurückgelassen wurde. Maya Faye. Ich konnte sie nicht mit eigenen Händen töten. Aber es hat jetzt keinen Sinn gemacht, das Ende noch. Also,
dass sie am Anfang in Donims Körper war, ist okay. Ja, und dann ist sie rübergegangen und hat Maya angegriffen. Und dann hat sie die Erinnerung verloren, weil nämlich dann tatsächlich Frau Donim, oder halt Misty eben, ne, gestorben ist. Ja, und dann wurde sie aber wieder gerufen. Und zwar dann im Heiligen Gewölbe. Und das muss ja Maya gewesen sein. Richtig? Das heißt, es ist schon so, dass jetzt hier sie im Körper von Maya steckt, weil sie hat ja auch Mayas Leiche nicht gesehen und sie hat nicht gesehen, wie sie sie mit eigenen Händen getötet hat eben, ja? Das heißt, sie muss jetzt im Körper von Maya stecken, die im Heiligen Gewölbe war. Und dann ist der Rest alles passiert. Das ist schon okay. Was jetzt immer noch fraglich ist, ist natürlich die Tatsache, warum denn Maya dann tatsächlich die umbringen würde. Das ist noch komisch. Weil sie ja irgendwie die Erinnerung verloren hat, was heißt, dass der Körper des Mediums gestorben sein müsste. Das stimmt. Aber dann wurde sie. Aber dann war es auf jeden Fall so, dass dann eben Maya im Heiligen Gewölbe war und dass sie da aus irgendwelchen Gründen Dahlia beschworen hat. Und dann ist sie da wieder. War sie da wieder da. Im Heiligen Gewölbe. Das heißt, es ist schon so, dass sie jetzt im Körper von Maya steckt. Das muss so sein. Es gibt keine andere Erklärung dafür, weil es gibt kein anderes Medium mehr, was auch mit der Haarfarbe und dem ganzen Rest passt, was noch so erfüllt sein muss. Ja. Ich konnte sie nicht mit eigenen Händen töten. Aber trotzdem brachte ich sie dazu, die schlimmste Sünde der Menschheit zu begehen. Und das wäre? Muttermord. Die Sünde, die eigene Mutter zu töten. Ja, das ist noch ein Problem, das stimmt. Unmöglich! Ruhe im Gericht. Was soll das heißen? Es stimmt, dass ich diejenige war, die Maya Fey angegriffen hat. Trotzdem war der Mörder, der Misty Fays Leben ein Ende bereitet hat, niemand anderes als unsere liebe kleine Maya. Lächerlich. Das ist Unsinn. Sind Sie sich sicher? Denken Sie darüber nach. Es gibt sogar einen Beweis, der dieses Faktum unterstützt, oder nicht? Was? Was wollen Sie damit sagen? Welcher sogenannte Beweis soll das sein? Die Tatsache, dass Maya Fey verschwunden ist, ist doch Beweis genug, oder nicht? Wie? Die Idee, dass sie immer noch im Heiligen Gewölbe sein könnte, ist lächerlich. Sie konnte nicht aus dem inneren Tempel fliehen, das steht jedenfalls fest. In diesem Fall bleibt nur ein Ort übrig, an dem sie sein könnte. Wo? Muss ich es laut sagen? Auf dem Grund des Adlerflusses, wo sonst? Was? Adlerfluss? Maya Fey hat ihre lang verlorene Mutter umgebracht. Können Sie sich die Schuldgefühle vorstellen, die sie gehabt haben muss? Deshalb hat sie sich in den Adlerfluss gestürzt. Die meisten Menschen, die in diesen Fluten stürzen, bleiben für immer verschwunden. Und was sagen Sie jetzt? Fini? Was zum Teufel? Ups. Tut mir leid. Das ist mein Telefon. Das ist doch auch das Thema von Dahlia, oder? Ein bisschen remixed halt. Oder? Oder ist es ein. Ah, nee, Quatsch, das ist sein Thema. Das ist sein eigenes, stimmt. Das ist auch witzig. Der hat sein eigenes Thema als Klingelton. Das ist cool. Was für ein Klingelton ist das denn? Gudo. Okay, vielen Dank. Aber ich meine, wie gesagt, Dahlia hat noch immer nicht erklären können, in welchem Körper sie eigentlich gerade ist. Aber ja, das ist ein Problem, das stimmt schon. Weil wir wollen natürlich nicht, dass Maya die Mörderin ist. Das muss noch irgendwie anders passiert sein. War das etwas Wichtiges? Die letzten Schlösser sind gerade vom Heiligen Gewölbe entfernt worden. Das ist großartig. Was ist mit Maya? So, ich muss ja wieder irgendwann den Part beenden. Und wie ich habe schon mal erwähnt, egal wo ich den Part beende, es sind jetzt immer Cliffhanger. Weil einfach so viele Sachen auf einmal passieren. Und deswegen ist es völlig egal, wo ich ihn beende. Ne? Ich müsste jetzt bis zum Ende durchspielen, wenn es keine Cliffhanger mehr geben sollte. Aber ich hoffe, ihr versteht, dass das blöd ist. Also ja, ich würde sagen, das war's hier für diesen Part von Let's Play Phoenix Wright, Ace Attorney, Trials and Tribulations. Beim nächsten Mal geht's noch in diesem sehr, sehr verworrenen Fall dann weiter, wo sich mir jetzt wirklich noch zwei hauptsächliche Fragen stellen.
die beide Maya irgendwie betreffen. Nämlich, wer ist das Medium, das gerade den Körper zur Verfügung stellt für Dahlia? Und ist es wirklich so, dass Maya ihre Mutter umgebracht hat? Also die zweite Frage hoffe ich mal eher weniger. Aber ich meine, das würde es eigentlich ja wirklich erklären. Also jetzt an dem heiligen Gewölbe wurde wahrscheinlich nur Iris gefunden, weil Maya halt den Körper gerade für Dahlia zur Verfügung stellt. Das ist schon okay, aber wie genau der Mord passiert ist, das müssen wir noch klären, weil das hoffentlich eben nicht Maya war. Puh, echt total verrückt einfach nur. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.